Die Maskenpflicht wurde in Amerika von einem Gericht gekippt. Eine 747-8 ist schon nach 42 Flugstunden, oder sollte ich sagen nur 42 Flugstunden, reif für den Schrottplatz. Und als letztes Thema 145% Zuschlag, wenn man bei Avianca LiveMiles kauft. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Danke, dass ihr heute wieder dabei seid bei Frequent Traveler TV Takeoff. Denkt doch bitte dran an den Abonnierbefehl, abonniert den Kanal, Glocke an, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Oder wollt ihr eine Folge verpassen, wenn es um Meilen, Punkte oder Status geht? Des Weiteren kommentiert unten großzügig und viel. Ich beantworte gern eure Fragen und vor allem lasst uns ein Like da wegen des Algorithmus von YouTube. Die Maskenpflicht. Die Maskenpflicht ist etwas, was die Bevölkerung spaltet, was die Vielflieger spaltet und wo ich auch in meinem Umfeld sehr viel geteilte Meinungen gefunden habe. Ich selber habe die Maske getragen. Ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, da habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht. Es ist, wie es ist, und so haben wir es gemacht. In Amerika haben aber Leute das nicht hingenommen und haben das Maskenmandat vor Gericht gezerrt. Ganz einfach. Die Richterin an einem Gericht in Florida hat entschieden, dass dieses Maskenmandat gekippt werden muss. Und das ist gestern dann per Eilmeldung durch die Presse hier in Amerika gegangen. Auch wer von euch ein Video zur Landung der Lufthansa 747-8 oder der Emirates 380 sehen möchte in Los Angeles, oben nochmal der Hinweis. Ja, also in jedem Fall ist es gestern dann rundgegangen, als der District Judge Catherine Mizell, also eine Frau, gesagt hat, dass diese Biden-Administration, die ja seit über einem Jahr, ich will nicht sagen krampfhaft an dem Maskenmandat festhält, gesagt hat, das geht so nicht weiter. Und auch die Regierung hier in Amerika hat damit gesagt, okay, wir sind geschlagen. Also damit gab es keinen geordneten Rückzug aus der Maskenpflicht, sondern ein Paukenschlag, will ich mal sagen, ein Schnipp und es war weg. Warum ist es ein Schnipp und es war weg? Ganz einfach, Alaska Airlines hat als erste große amerikanische Fluggesellschaft dieses Maskenmandat fallen lassen und hat aus Seattle heraus gesagt, hey Leute, das geht nicht so. Und dann hat man halt auch bei Delta zum Beispiel und auch bei United American, JetBlue Frontier und auch eventuell bei Spirit ganz, ganz schnell reagiert. Man hat sogar so schnell reagiert, dass einige Fluggesellschaften zu ihren Crews eine Art Blitznachricht geschickt haben, gesagt haben, Maskenmandat ist vorbei, bitte nicht mehr enforcen. Genauso hat es auch die TSA gesagt bekommen vom Weißen Haus, und das ist auch das Zeichen, dass man dort resigniert hat, dass die TSA einfach nicht mehr das Maskenmandat an Flughäfen enforced. Also es ist von jetzt auf gleich weg, und daran sieht man, wie ernst man in Amerika Gerichtsverfahren nimmt. Und diese Regeln, die es gibt bei dem Maskenmandat, sieht man ja auch zum Beispiel in den Niederlanden bei der KLM. Die KLM lehnt sich ganz klar gegen diese Regelung auf und enforced sie einfach nicht, obwohl es da noch gesetzlich vorgeschrieben ist. In England zum Beispiel gab es ja auch das Maskenmandat, bis es gefallen ist, und man hat dann gesagt, EasyJet hätte dann so viele Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die krank wären, wegen des Falls des Maskenmandats, was aber Quatsch ist, weil andere Fluggesellschaften das eben nicht hatten. Also insofern schauen wir einfach mal, was passiert. Ansonsten ist es halt spannend, was passiert auf Flügen von Europa nach Amerika oder grundsätzlich nach Amerika. Emirates zum Beispiel hat die Maske weiterhin verpflichtend, Qatar Airways hat die Maske verpflichtend, aber wenn man in einer Q-Suite ist, dann braucht man sie nicht zu tragen. Und bei der Lufthansa, ich weiß es nicht genau, da ist es ja so, dass man sich immer auf das Gesetz in den USA beruft, aber in Deutschland gilt ja auch noch das Gesetz des Maskentragens. Ich selber, wenn ich fliege von Los Angeles nach Skandinavien, nach Schweden, um genau zu sein, geht mein Flug höchstwahrscheinlich, ich muss noch gucken, dass ich buche. In Schweden gibt es kein Maskenmandat mehr, hier in Los Angeles gibt es kein Maskenmandat. Mal sehen, wie Finnair dieses Problem löst. Kommentiert unten einfach, wie ihr diese Nachricht findet, ob ihr sagt, hey, das war Zeit und das sollte man einfach fallen lassen, oder sagt ihr, nein, das ist mir zu früh. Ich persönlich, wie gesagt, ich mache es, wird kütt, wie man so schön sagt.
Also insofern einfach ein bisschen Ruhe und Gelassenheit. Aber ganz, ganz wichtig, denk dran, die Crews, die können nichts dafür. Die setzen nur das um, was die Geschäftsleitung von ihnen verlangt. MSC Lufthansa, das ist ein Thema, was die ITA-Übernahme begleitet. Und ich habe mich vielleicht an die ITA auch schon mittlerweile gewöhnt. Ich sage nicht mehr Alitalia, aber jetzt habe ich es auch wieder gesagt, schwuppsdiwupps. Nein, auf jeden Fall gab es da jetzt vom Corriere della Sera eine Berufung auf das Ministerium, was zuständig ist. Und die sagen, dass das Duo, also die Reederei und dann auch die Lufthansa als Unternehmen, die beste Option seien. Ja, ganz genau. Der Vorschlag von MSC ist der beste. Und der Branchenexperte Giovanni Fiora sagt, man könnte damit sein Tourismussegment in Italien stärken. Spannend finde ich hier auch, dass man hier von Tourismussegment spricht. Also das heißt, man geht gar nicht mehr von den Geschäftsreisenden als solches aus. Ist eurer Meinung nach das ein No-Brainer? Heißt das, dass das Ding einfach nur noch durchläuft? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, abwarten, vielleicht haben die Italiener noch ein bisschen Probleme? Also ich kann nur Carsten Spohr und seinen Pressesprecher zitieren. Man ist da sehr, sehr zuversichtlich, dass das über die Bühne geht. Bis Mitte Juni soll es so sein. Wir haben jetzt April, sind noch knapp 2 Monate. Also insofern aufpassen und schauen. 747-8, der einzige verbleibende Gigant, natürlich die 747er Serie und der 380er, die ja auch beide eingestellt werden. UPS hat gerade den letzten Frachter für die UPS bekommen. Da kommen noch für, ich glaube, 2 Stück kommen noch für einen anderen. Und schon ist es so, dass man am Euro Airport in Basel eine 747-8 stehen hatte, die hat sich die Reifen platt gestanden. Die hat sich jetzt auf den Weg nach Amerika gemacht und zwar auf ein sogenanntes Scrapyard. Ein Scrapyard ist ein Flugzeugfriedhof, wie wir es in Deutschland nennen würden oder im deutschsprachigen Raum. Und da geht das Flugzeug nach nur 42 Flugstunden hin. Das ist etwas, was ein Lufthansa-Flugzeug in der Woche abreißt. Oder noch nicht mal in der Woche, ein paar Tagen. Wenn man überlegt, Emirates oder so weiter, die haben ja teilweise Flugzeuge, die pro Tag 17 Stunden in der Luft sind. Dann könnt ihr das selber ausrechnen. 17 Stunden, das wären dann 17,34 und ein bisschen. Also das Ding ist nach einer halben Woche schon gegessen für ein Flugzeug. Aber das Flugzeug ist 10 Jahre alt. Die sollte eine hochexklusive VIP-Kabine bekommen und sollte für die saudische Royal Fleet als auch für die königliche Familie dienen. Und wir selbst in Abu Dhabi mit Amiri Flight oder wie es heute Presidential heißt, haben wir ja auch 747-8 in Abu Dhabi stationiert gehabt oder in Dubai, weil ich ein bisschen involviert war. Und auf jeden Fall hat die Maschine am 6. April einen 2-Stunden-Checkflug gemacht und dann hoffte man, dass das Flugzeug wieder irgendwie in Betrieb genommen wird. Aber es war halt wirklich nur, um den Überführungsflug nach Amerika zu machen. Das Scrapyard heißt übrigens, wo muss ich denn, in San Bernardino nach Basel, genau so ist es gekommen. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn das Scrapyard in den USA? Pinal Air Park, so heißt das Ding, Pinal Air Park. Und da wird es einfach zerlegt, weil so ein Triebwerk hat ja immerhin 10 Millionen Dollar wert, so roundabout 4 Stück davon. Also ein Ganzes kann man jetzt nicht unbedingt Altmetall nennen, aber das Flugzeug ist wohl dem Tod geweiht, so ungefähr. Ja, vielleicht sollte die Lufthansa da mal anklingen und sagen, hey, mein Name ist Carsten Spohr, ich suche billige Flugzeuge. Ich weiß es nicht, wie die Konfiguration ist, ob das zu Lufthansa passen würde. Dann hätten wir auch eine runde Zahl von 20 747-8ern. Aber die 4-Strahler sind ja jetzt nicht unbedingt so im Fokus bei der Lufthansa. Bei der British Airways ist der A380 weiterhin im Fokus. Und deshalb gibt es die sogenannten Trainingsflüge zwischen London Heathrow und Frankfurt. Und man hat letzte Woche mehrmals die Flüge London-Frankfurt gemacht, aber man kann diese Flüge irgendwie nicht genießen als Passagier, weil man die nicht buchen kann. Und jetzt muss man einfach mal gucken, warum man diese Flüge nicht buchen kann. Finnair zum Beispiel hat das ja auch gemacht, dass man auf dem Überführungsflug, und da sieht man ja, wie verzweifelt man bei Finnair ist, die fliegen übrigens ab London Heathrow nicht nur
dann auch für British Airways, sondern eher auch für die Eurowings. Also das heißt, die sind die Flugzeuge rechts und links am Vermieten im Wetlease, was eigentlich eine coole Sache ist. Was mich nur spannend finde, ist nur, dass alle anderen expandieren, nur Finnair irgendwie kommt, nicht vom Fleck. Und das wegen der Situation mit Russland. Also sehr, sehr traurig. Aber warum kann man diese Flugzeuge nicht buchen? Und zwar ist das so, dass diese Flugzeuge Cargo hin und her transportieren, was ja eigentlich kein Grund ist, dass man da einfach nicht Passagiere mitnehmen kann. Aber man möchte halt einfach mit dem Cargo das Geld verdienen, weil Cargo so viel Geld hat. Und man landet dann übrigens auch nicht am Terminal, sondern in einem Cargo-Bereich. Also das heißt auf der gegenüberliegenden Seite. Und das wäre dann natürlich für Passagiere relativ problematisch. Und man kann einfach nur sagen, dass man das vielleicht nicht nur als Trainingsflug benutzt für seine Crews, aber man hätte es verkaufen können, zumindest 1, 2, 3 Stück. Also ich weiß nicht, was ist eure Meinung dazu? Werdet ihr gerne mit der British Airways im 380er nach London geflogen? Einfach für das Erlebnis oder was ist da euer Standpunkt? Ich persönlich fände es ja schon hübsch. Condor. Die Condor-Farbgestaltung, da quasi dieser Ringel-Look, den Coco Chanel ja auch gebracht hat, der ja auch für Urlaub steht, der ja für locker, leicht und so weiter steht, so sagt es Condor, hat die Flugzeuge ja in Gelb, Rot, Blau, Grün und Beige in diesem Streifenlook uns gezeigt. Aber es gibt jetzt welche, die haben so eine Semi-Streifenlackierung. Und das sind die geleasten Maschinen, die Alpha India Yankee Bravo. Die hat zum Beispiel den neuen Look mit blauen. Die hat ja früher das Leitwerk einfach nur in weiß gehabt und dann das Logo, den Condor, stilisiert. Und jetzt hat man halt einfach an dem Condor-Leitwerk noch senkrechte Streifen gemacht, 1, 2, 3, 4 Stück in Blau. Also damit ist das so, dass man da halt so eine Semilackierung gemacht hat. Warum hat man so eine Semilackierung gemacht und nicht einen kompletten Ringel, wie bei den neuen 330ern? Ganz einfach deshalb, diese Ringelpullis, wie man sie auch nennen kann, ist einfach so, dass die Flugzeuge halt Wetlease sind und die sollen halt ein bisschen da bleiben. Aber natürlich sagt man auch, dass man diesen Streifenlook nicht haben möchte, weil es zu aufwendig wäre und es sich nicht lohnt. Und das ist halt eine ganz einfache Kostenfrage. Ich persönlich sage ganz einfach okay. Und da die 330er ja auch nur da sind, um die Crews auf die 330er Neos vorzubereiten, so what? Also insofern hat man so ein bisschen Nachsicht gehabt, dass man ein bisschen lackiert hat, dass man eine Condor sieht. Aber sagt ihr, das ist okay? Das ist der PR geschuldet, dass man das zumindest gemacht hat. Was ist die Meinung? Was ist das Thema? Also mögt ihr vielleicht sogar diese, nennen wir es Light-Variante, etwas besser? Oder sagt ihr, naja, ganz Ringelpulli sollte schon sein. So sieht das ja aus, als ob man uns ein Ringelsöckchen trägt. Also auch hier wieder kommentieren. Das letzte Thema für heute ist Live Miles. Bis zum 19. April, also Quatsch, vom 19. bis zum 22. April gibt es diesen Bonus. Wer 1.000 bis 20.000 Punkte kauft, kriegt 125% Bonus. Wer 21.000 bis 50.000 kauft, kriegt 135% Bonus. Und wer die maximale Summe von 51.000 bis 200.000, also 200.000 ist die maximale Summe, kriegt diese 145%. Heißt also, wenn ihr 200.000 kauft, nach Adam Riese sind ja 145% 290.000, das sind dann 490.000 Punkte, könnt ihr für 6.600 US-Dollar kaufen. Und man kann diese natürlich nutzen für die Upgrades in die Premium-Kabine. Das sind die billigsten, die man kaufen kann. Man muss natürlich gucken, dass es Schwierigkeiten manchmal gab. Also gerade jetzt während der Covid-Phase gab es halt nicht die Inventory. Und man muss natürlich auch immer wieder sagen, dass Live Miles ein Partner ist, der schwierig von der Erreichbarkeit her ist und aber auch, wenn es um die Kommunikation in Englisch geht, durchaus Verbesserungspotenzial nach oben hat. Die Fluggesellschaft selber ist in Kolumbien gebased. Man hat da das Tal der Tränen anscheinend durchschritten. Also insofern ist das etwas, was ihr sagt, das wäre toll. Oder sagt ihr, das ist etwas, was ich
nicht machen möchte. Also wie gesagt, achtet übrigens noch, das fällt mir gerade ein, achtet immer darauf, dass die Tickets ordentlich ausgestellt sind und nicht, dass ihr beim Check-in erst merkt, dass da irgendein Fehler war. Weil das ist auch etwas, was Avianca gerne macht, Tickets falsch ausstellen bzw. so ausstellen, dass sie halt beim Pricing nicht, beim Check-in nicht als komplett bezahlt da sind. Und das ist dann ein riesen Tohuwabohu, um das hinzukriegen. Zumal, wenn man nicht mit Avianca fliegt, wird natürlich jede Fluggesellschaft wie Lufthansa sagen, wird nicht bezahlt, fliegst nicht mit. Also insofern, was ist eure Meinung dazu? Was sagt ihr zu Avianca? Und vor allem, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Heute bin ich ein bisschen, ich habe das Hotelzimmer genommen, einfach aus Effizienzgründen, weil ich heute die Folge noch vor der Tagesschau raushauen wollte. Und deutscher Zeit, weil hier ist es ja gerade erst 10 Uhr morgens. Also insofern, danke, dass ihr heute dabei wart. Abonnierbefehl nicht vergessen, Glocke anmachen, weil ihr wollt ja keine Folge verpassen. Kommentieren unten, egal welches Thema, heute am besten zu der heutigen Folge. Wenn ihr andere Themen habt, dann macht es doch entweder über WhatsApp, wie viele das machen. Und nochmal meine Erinnerung übrigens, nachdem ihr das Like gegeben habt, am 28. April Stammtisch in Berlin, Location kommt noch und ich werde auch auf Facebook nochmal was verlinken. Danke, dass ihr dabei wart und bis morgen. Tschüss.